Ray, du warst beim 6:0 gegen Eintracht Braunschweig dabei, jetzt auch beim 5:0 gegen Hannover. Die niedersächsischen Mannschaften scheinen dir zu liegen, oder? Ja, ich glaube, dass wir heute wirklich sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. In der ersten, aber auch in der zweiten Halbzeit. Leider habe ich heute nicht getroffen, obwohl die Chancen da waren. Aber ich glaube einfach, das Wichtigste ist, dass wir wieder gesehen haben, wozu wir in der Lage sind. Und das gibt natürlich Selbstbewusstsein. Wie war es bei dir selber? Du warst krank in der letzten Woche. Hast du gemerkt, haben 45 Minuten gereicht, um den Akku wieder aufzufüllen? Hättest du noch ein bisschen geschafft? Ja, definitiv. Das merkst du, wenn der Körper dann so lange flach liegt, dass du nicht so schnell wieder einfach bei den 100% bist. Aber deswegen war so ein Spiel dann einfach auch gut, dass ich halt einfach wieder schnell in die Form kommen kann. Und ich bin froh, dass ich 45 Minuten spielen konnte, aber ich glaube, das hat dann auch gereicht. Gibt es so eine Gefahr, wenn man Bundesligisten 5:0 schlägt, dass man so ein bisschen Übermut im Laufe der Woche vor dem nächsten Punktspiel aufkommt? Oder ist das einfach etwas, wo man Selbstvertrauen sammelt? Nein, ich würde sagen, das ist etwas, wo man Selbstvertrauen sammelt, weil wir befassen uns ja auch alle mit unserem Beruf und man weiß ja auch, wie es um den Gegner auch gerade steht in der Liga. Und ich glaube, wir wissen das alle auch richtig einzuordnen. Müssen. Das Gute können wir aber auch schon mitnehmen und sagen, hey, das muss man dann auch erstmal schaffen. Aber es artet jetzt nicht daraus aus, dass man jetzt irgendwie auf einen Höhenflug geratet und denkt, man ist jetzt der König der Welt. Dankeschön. Tschüss, sehr.